Gleich am nächsten Morgen gibt sich Kai Zimmer am Gymnasium als Schüler aus. Er will recherchieren, wer Sophie so übel mitspielt. Katharina Hellbach hält ihren 17-jährigen Praktikanten für sehr einfallsreich und daher bestens geeignet, um das Vertrauen der Schüler zu gewinnen. Hey, jemand Feuer von euch? Ey, Digga, nicht quatschen hier, Mann. Es gibt massiv Stress. Okay. Wer bist du? Ah, ich bin Kai, ich bin neu auf der Schule. Hi. 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 Hey. Okay, Kai. Dann heiße ich dich mal herzlich willkommen, wa? In der schlimmsten Folterkammer Berlins. Wieso die schlimmste Folterkammer Berlins? Auf meiner Altschule haben alle gesagt, dass es hier eine Lehrerin gibt, die besondere Entspannungstechniken anwendet. Oh, er meint die Bade, Alter. Die ist schon mies heiß, ja, aber dir gehört Raphael. Tut mir leid, Mann. Ja, Mann, dass er sich die Alte überhaupt klar gemacht hat, Alter. Was? Richtig geil. Er macht sein Abi halt nicht im Schlaf, sondern im Beischlaf. Das ist mir echt zu blöd. Ich geh. Hey, was ist denn los hier? Was ist denn los? Naja, Denise wird immer ein bisschen hysterisch, wenn es ums Thema Raphael geht, ne? Okay, ich habe ja Augen im Kopf, aber weshalb? Ja, lieber Kai, ich glaube, du musst noch einiges über Frauen lernen. Weißt du, der Raphael, der knallt die alte Bade schon eine Weile und Denise lässt da nicht ran. Sie rennt ihm halt die ganze Zeit hinterher. Also, Denise rennt Raphael die ganze Zeit hinterher, ja? Läuft da irgendwas? Ja, so wie ich es gesagt habe, genau. Nur lässt er sie halt nicht ran und sie geht ihm auch ziemlich auf den Sack. Aber gegen unsere Oberstreberin ist halt kein Kraut gewachsen, ne? Okay, vielen Dank für die Warnung. Ich muss jetzt auch wirklich los. Ich muss kurz telefonieren. Wir sehen uns, ja? Bis dann. Ciao. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. Sophie vertraut sich ihrer besten Freundin Tanja Rabe an. Doch Raphael geht sie schweren Herzens aus dem Weg. Obwohl ihr Leben völlig aus den Fugen gerät, versucht Sophie wieder in ihren Alltag zurückzufinden. Augen zu und durch. Irgendwann werden sie es auch kapieren, dass du Raphael liebst. Und dann haben sie auch ein anderes Thema, auf dem sie rumhacken können. Ich weiß ja. Aber heute ist schon extrem. Ja. Schaffst du, komm. Ja. Da sind Sie ja, Frau Bade. Guten Tag, Herr Maurer. Können Sie mir vielleicht sagen, was das hier jetzt zu bedeuten hat? Keine Ahnung, sieht aus wie die Abiturprüfung. Für den älteren Jahrgang, keine Ahnung. Um es genau zu sagen, das sind die Prüfungsaufgaben von Raphaels Abschlussprüfung, die er nächste Woche schreiben soll. Was haben die denn in ihrem Fach zu suchen? Herr Maurer, Sie glauben nicht ernsthaft, dass ich Raphael die Prüfungsaufgaben zustecke. Außerdem gefährde ich doch meine Karriere nicht wegen sowas. Genau, Sophie würde so etwas nie tun und das wissen Sie auch. Außerdem, Herr Maurer, wie kommen Sie eigentlich dazu, in meine Sachen zu gehen? Das will ich Ihnen sagen. Ich habe einen anonymen Hinweis bekommen, mal etwas genauer in Ihr Fach zu schauen. Sie wimmelt es ja nur so von anonymen Hinweisen Frau finden. Rabe, jeder macht mal Fehler von uns. Sie machen in letzter Zeit aber sehr viele davon. Und ich lasse es nicht zu, dass Sie den Ruf meiner Schule ruinieren. Jetzt ist Schluss mit den Fehlern. Herr Maurer, Sophie war die ganze Pause über bei mir. Wie hätte sie denn bitte an die Aufgaben kommen sollen? Keine Ahnung, vielleicht hat ja jemand Ihrer Kollegen ihr diese ausgeliehen. Wundern würde mich das nicht, die Sache. Ist doch offensichtlich, dass das fingiert ist. Ich sag Ihnen was. Wenn Sie mir bis heute Abend nicht eine plausible Erklärung dafür geben, dann schmeiß ich Sie von der Schule. Mich will hier jemand reinlegen. Ich mach doch nicht so einen dämlichen Mist. Das müssen Sie doch wissen mittlerweile. Lassen Sie die Verschwörungstheorien bitte draußen. Und nehmen Sie Ihre Tasche und verlassen Sie augenblicklich das Schulgelände. Was, wie Sie wollen. Ich glaube, ich bin im falschen Film. Als ob ich für Raphael die Aufgaben klauen würde. Zu weit kommt's noch nicht. Jemand will mich hier raushaben, das ist klar. Aber ich verstehe einfach nicht, wer es ist. Und wenn Frau Hellbach nichts rausgefunden hat, wenn sie keine Idee hat, dann kann ich meine Schulkarriere komplett vergessen. I'm here for you. I'm here for you. Katharina Hellbach ist für Sophie Bade die letzte Hoffnung. Denn gegen die junge Lehrerin werden bösartige Intrigen gesponnen. Ihr Job und damit ihre gesamte Existenz stehen auf dem Spiel. Ich habe das Gefühl, dass meine Probleme nicht kleiner, sondern nur größer werden. Ich bin echt kurz davor, das hinzuschmeißen. Ich weiß, dass das alles nicht einfach für Sie ist, aber wir schaffen das schon. Mal was ganz anderes. Sagt Ihnen der Name Denise Sommer was? Denise? Ja, unsere Schulsprecherin. Was hat sie mit der Sache zu tun? Das weiß ich noch nicht. Aber Sie erinnern sich ja an meinen Praktikanten, die Wunderwaffe? Ja.
Der hat rausbekommen, dass diese Denise Sommer in Raphael verliebt ist. Und zwar schon eine ganze Weile. Und die Schüler haben gesagt, dass ja, sie ihm regelrecht hinterher stalkt. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass die irgendwie rausbekommen hat, dass sie mit Raphael zusammen sind. Denise? Also ich weiß nicht. Also sie hat zwar Zugang zum Lehrerzimmer, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob ich ihr sowas zutrauen soll. Obwohl... Obwohl was? Naja, ich weiß nicht, das klingt vielleicht komisch, aber wir hatten gestern eine Lehrerkonferenz. Und Denise war dafür zuständig, alles vorzubereiten. Also theoretisch hätte sie, wenn sie allein gewesen wäre, schon die Chance, jemandem die Aufgaben zu stehlen und dann in mein Fach zu legen. Also ich meine, die ist verliebt in Raphael, die hat ihm hinterher spioniert. Vielleicht hat sie ja so irgendwie von ihrer Beziehung erfahren. Sie hat Zugang zum Lehrerzimmer und vor allen Dingen hat sie ein Motiv. Ja, wie Sie meinen. Hauptsache, dieser ganze Albtraum hat bald ein Ende und Sie finden irgendwas raus. Wenn das nicht die richtige Spur ist, dann verfolgen wir die andere weiter. Ich melde mich, sobald ich was weiß, okay? Gut. Na gut. Ich bringe sie zur Tür. Ja. Sonst geht's Ihnen einigermaßen gut? Ach ja. Ich versuche, damit zurande zu kommen. Ich weiß noch was. Mir war am Anfang immer fürchterlich übel. Wirklich? Ja, ja. So richtig gut geht's mir auch nicht. Hi, Sophie. Raphael, das gut. Passt mir gerade nicht gut. Ich würde mich trotzdem verabschieden, ja? Frau Helber, vielen Dank. Tschüss. Ja. Hallo. Hallo. Tschüss. Warte mal, Sophie. Ich hab gehört, was heute alles in der Schule passiert ist. Und da wollte ich dir einfach ein bisschen Beistand leisten und fragen, ob das jetzt auch wirklich stimmt, dass der Maurer dich entlassen will. Ja, will er. Was soll er noch machen? Also, so sieht es halt im Moment aus. Aber du, ich habe dir gesagt, dass ich ein bisschen Abstand haben möchte. Also, du solltest echt gehen. Ja, aber ich hänge noch in der Situation genauso wie du drin und ich habe darunter auch so zu leiden. Und dann gib mir doch wenigstens eine Chance. Ja, ich verstehe das. Es ist nur... Was ist denn los? Du bist ganz blass. Was ist denn los? Nichts. Das ist wahrscheinlich nur der Stress. Mir ist ein bisschen schwindelig. Was ist das denn? Kannst du mir erklären, was das ist? Soll das heißen, dass du schwanger bist? Ja, wenn du es genau wissen willst, bin ich. Erzähl mir das doch früher, Mann, das ist doch super. Wir kriegen das auf jeden Fall hin. Ich habe den genauen Plan. Ich mache ein Jahr lang mit der Schule Pause und dann verdiene ich auch ein bisschen Geld und dann finanzieren wir uns die Wohnung hier zusammen und ziehen das Kind hoch. Raphael, kannst du bitte einmal kurz die Klappe halten? Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Oh, nichts, es tut mir leid. Du bist gerade süß, aber so einfach ist das nicht, wie du es dir vorstellst. Wir kriegen das schon hin. Um sich von ihren Problemen abzulenken, geht Sophie am nächsten Morgen auf den Markt. Die 34-Jährige hat Raphael überzeugen können, sich vorerst auf seine Prüfungen zu konzentrieren und die Schwangerschaft nicht an die große Glocke zu hängen. Über ihre Zukunft wollen die beiden sprechen, wenn wieder Ruhe eingekehrt ist. Doch an Ruhe ist nicht zu denken. Frau Bade, sagen Sie mir, dass das nicht wahr ist und mein Sohn spinnt. Frau Klein. Dann hat Raphael mit Ihnen gesprochen, ja? Ja, natürlich hat er das. Ich bin seine Mutter. Und im Gegensatz zu Ihnen liebe ich meinen Sohn. Dann stimmt es also, was er die ganze Zeit erzählt? Wenn Sie es genau wissen wollen, ja, es stimmt. Ich bin schwanger und Raphael ist der Vater. Deswegen haben Sie also mit meinem Sohn geschlafen. Ihre biologische Uhr tickt. Da muss ja irgendwo ein Kind herkommen. Nein, das habe ich nicht. Und so langsam bin ich auch leid, mir Ihren Mist anzuhören. Glauben Sie doch, was Sie wollen, aber lassen Sie mich damit in Ruhe. Sie bleiben hier. Also bitte. Wissen Sie, was bei uns zu Hause los ist? Raphael will ausziehen und eine Familie gründen. Mein Gott, das können Sie ihm nicht antun. Er ist 17. Sie verbauen ihm mit seinem Kind sein ganzes Leben. Frau Klein, ich habe es auch nicht geplant. Ja, wie stellen Sie sich das bitte vor? Es ist jetzt nun mal, wie es ist. Soll ich es ändern oder was? Wollen Sie etwa seine Hausaufgaben machen, während er auf das Ding da aufpasst? Also, erstens mal, das Ding ist unser Kind. Und zweitens mal, ich bin finanziell abgesichert. Wir werden Ihnen nicht auf der Tasche liegen, wenn das Ihre größte Sorge ist. Sie verstehen mich nicht. Ich habe mir ja immer Enkelkinder gewünscht. Aber doch nicht so. Er ist jung und soll noch was erleben. Nächstes Jahr wollte er ins Ausland. Wie soll denn das gehen, wenn er Vater ist? Ich finde nicht, dass wir hier darüber entscheiden müssen. Ich bitte Sie, Frau Bade, wenn Sie Raphael wirklich lieben, lassen Sie das Kind wegmachen. Das ist natürlich alles andere als nett, wie Raphaels Mutter mit mir spricht. Vielleicht hat sie recht. Vielleicht habe ich kein Recht darauf, dieses Kind zu bekommen und damit vielleicht Raphaels Zukunft kaputt zu machen. Why I got you on my mind?
Katharina Hellbach ist indessen an Sophies Schule. Sie will herausfinden, ob Denise Sommer wirklich hinter den Intrigen gegen ihre Mandantin steckt. Die Anwältin geht zum Angriff über und konfrontiert die 16-jährige Schülerin mit ihren Vermutungen. Ja, endlich! Sie sind doch bestimmt unsere neue Deutschlehrerin. Denise Sommer, die Schulsprecherin. Ach, die Denise, genau dich suche ich. Und nein, ich bin nicht die neue Deutschlehrerin, sondern die Rechtsanwältin von Frau Bade. Und in dem Zusammenhang hätte ich doch direkt ein paar Fragen an dich. Ich wüsste nicht, welche Fragen ich Ihnen beantworten sollte. Ja, Sie können die mir jetzt beantworten oder später der Polizei, wenn Ihnen das lieber ist. Die interessiert bestimmt sehr, dass du diejenige gewesen bist. Hallo, Frau Hellbach. Ja, Raphael, schön, dass du kommst. Für dich auch sehr interessant. Ich weiß nämlich, dass du diejenige gewesen bist, die das Plakat mit den üblen Beschimpfungen bei meiner Mandantin an die Tür geklebt hat. Und du auch die Prüfungsaufgaben in ihr Fach geschmuggelt hast. Und dass du es auch warst, die Raphaels Eltern anonym über die Beziehung in Kenntnis gesetzt hat. Alter, warum machst du denn so eine Scheiße? Davon wusste ich ja gar nichts. Das stimmt nicht. Warum sollte ich sowas denn machen? Kann ich dir ganz genau sagen. Weil du verliebt bist in Raphael und es nicht ertragen kannst, dass er eine Freundin hat. Ey, und davon wusste ich auch nichts. Was ist das für eine scheiß Show? Was mich hier interessiert ist, warum du das Ganze tust. Ich meine, die Frau Bader, die ist fix und fertig. Die ist runter mit den Nerven. Ich wollte doch nur wissen, was Raphael nach der Schule macht. Und dann habe ich die beiden verfolgt und beobachtet, wie die sich getroffen haben vorm Hotel. Und dann hast du auch noch die Prüfungsaufgaben in das Fach von Frau Bade gelegt und hast diese Drohung, dieses Plakat da an die Tür geklebt. Das war ich doch gar nicht. Ich wollte den beiden nur was auswischen. Glaube ich dir nicht, junge Dame. Und soll ich dir auch sagen, warum? Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, kannst dir gespannt sein. Diese Farbe ist exakt die gleiche, die für das Plakat verwendet wurde. Die Farbe? Das ist eine Spezialfarbe. Die gehört unserer Kunstlehrerin, der Frau Rabe. Und soll ich immer noch was sagen? Zu dieser Uhrzeit war ich im Unterricht. Das können viele Schüler bezeugen. Ich sag dir, ne, wenn du damit was zu tun hast, dann tick ich hier komplett aus. Diese Farbe ist eine Spezialmischung von Frau Rabe, die Kunst AG leitet. Ja, wieso? Nicht wichtig. Danke erstmal für die Beantwortung meiner Fragen. Du und Raphael, du tickst hier nicht aus. Hier sind schon genug Leute ausgetickt, deswegen haben wir die ganzen Probleme. Okay? Ja, ist in Ordnung, Entschuldigung. Gut, ich habe noch einen wichtigen Termin, ja? Okay. Danke, tschüss. Sie tschüss. Die Denise hat jetzt schon mal gestanden und mir im Übrigen einen wichtigen Hinweis auf den zweiten Täter gegeben. Und genau den werde ich jetzt überführen. Nur wenige Kilometer weiter steht Sophie vor der schwersten Entscheidung ihres Lebens. Sie will ihr Kind abtreiben lassen, um Raphael nicht im Weg zu stehen. Die Vorwürfe seiner Mutter haben ihr schwer zugesetzt. Sophie ist am Boden zerstört. Ihre beste Freundin begleitet sie. Ich weiß echt nicht, ob das die richtige Entscheidung ist. Wenn Raphael das mitkriegt, der wird mich hassen. Sophie, das haben wir jetzt 10 Mal durchgekaut. Raphael ist zwar ein netter Junge, aber der wird dich doch irgendwann für eine Jüngere im Stich lassen. Meine Schwangerschaft ist doch auch was Schönes. Siehst du, und dann wird er dir irgendwann vorwerfen, dass du ihm das Kind angedreht hast. Und er hätte nie die Chance gehabt, etwas aus seinem Leben zu machen. Willst du dir das wirklich antun? Nein, nicht unbedingt. Ich will dir nicht wehtun, aber du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Mit dem Kind ruinierst du Raphaels Leben. Die Abtreibung ist das Beste für alle, glaub mir. Wahrscheinlich hast du recht. Und jetzt mach dich nicht so verrückt. Sieh zu, dass du erstmal den Eingriff heil überstehst. Und dann reden wir später einfach darüber nochmal. Komm her. Süßer. Was würde ich denn ohne dich machen, ne? Ach, kein Ding. Dafür bin ich doch da. Komm, ich bring dich jetzt rein und dann warte ich hier, bis der Albtraum vorbei ist. Mach dir mal keinen Stress. Geh du mal zu deiner Kunst AG. Der Arzt meinte, ich bin ein paar Stunden wieder draußen. Du kannst mich ja wieder abholen. Genauso okay. Machen wir es. Und Süße, mach dich nicht verrückt. Ist doch vollkommen klar, dass dir das jetzt schwerfällt. Aber mit ein bisschen Zeit, du schaffst das. Okay. Ja, okay. Mach's gut. Mach's gut. Tschüss. Wenn ich Daniel nicht hätte, wüsste ich nicht, wie ich das Ganze durchstehen soll. Raphael wird nicht begeistert sein, aber ich hoffe, dass er mich irgendwann verstehen kann. Von Sophies fataler Entscheidung weiß die Juristin nichts. Sie ist auf der Suche nach Beweisen für Tanja Rabes Intrigen. Nach langer Überzeugungsarbeit erklärt der Direktor sich schließlich bereit, der Anwältin zu helfen. Also, ehrlich gesagt, kann ich mir wirklich immer noch nicht vorstellen, dass die Frau Rabe so für Unruhe hier in unserer Schule verantwortlich ist. Sie gilt mehr als Friedensstifterin im Kollegium.
Ich glaube, meine Mandantin wird auch sehr überrascht sein. Das ist der Schreibtisch von Frau Rabe. Das ist der Schreibtisch von Frau Rabe. Was haben wir denn hier? Kann ich mal sehen? Aber sicher. Das müssten die Bilder vom letzten Lehrerausflug Anfang Mai sein. Ja, sagen Sie, die Frau hier mit dem zerkratzten Gesicht, das ist doch eindeutig Frau Bade. Was haben die Frauen denn für ein Verhältnis zueinander? Das ist es ja. Ich bin davon ausgegangen, dass sie eigentlich befreundet sind. Aber so wie Sie mich fragen jetzt, erinnere ich mich an eine Sache, da ging es um Ihre Beförderung von Frau Badedi. Da hat die Frau Rabe recht komisch reagiert. Sie war der Meinung, dass ihr eigentlich der Posten gehört. Aber danach war wieder alles normal. So unglaublich. Frau Rabe, Sie kommen ja wie gerufen. Ach, die Frau Rabe. Vielleicht sagt ihr mein Name ja was. Hellbach, Rechtsanwältin. Ich vertrete Ihre beste Freundin. Können Sie mir das mal erklären? Entschuldigung. Was ist denn das? Blinde Zerstörungswut oder moderne Kunst? Sagen Sie mal, was haben Sie überhaupt an meinen Sachen zu suchen? Dürfen Sie das überhaupt? Ich glaube, Ihr Direktor darf das sehr wohl. Aber Sie brauchen hier gar nicht vom Thema abzulenken. So langsam wird mir klar, was hier gespielt wird. Sie waren sauer auf meine Mandantin, weil die eine Beförderung bekommen hat, die angeblich, nach Ihrer Ansicht jedenfalls, eher Ihnen zugestanden hätte. Da frage ich mich nur, warum Sie so weit gehen, hier irgendwelche üblen Beschimpfungen meiner Mandantin an die Haustür zu kleben und darüber hinaus ihr die Prüfungsunterlagen ins Fach zu schmuggeln. Ich weiß gar nicht, wovon Sie sprechen. Ich finde, diese Bilder sind ja wohl ganz eindeutig. Darüber hinaus habe ich eine Zeugin, Denise Sommer, war sehr auskunftsfreudig. Und wissen Sie was? Ich kann auch jederzeit mal die Polizei losschicken, dass sie in der Straße von Frau Bade mal nachforschen, ob ihr Auto zum Tatzeitpunkt da gestanden hat. Und es darauf ankommen lassen? Und schließlich war ich mit der Beförderung dran gewesen. Ich bin viel länger als Sophie an dieser Schule und Überstunden habe ich auch andauernd geschoben. Und dann haben sie gedacht, ach, jetzt ist die Sache aufgeflogen mit meiner Mandantin und dem Raphael. Da springen sie mal auf dem Zug. Tja, ich bin eben gründlich. Frau Rabe, Ihnen ist doch klar, dass das arbeitsrechtliche Konsequenzen haben wird. Solche Sachen, solch ein Mobbing in dieser Art und Weise kann und will ich an meiner Schule nicht dulden. Darüber hinaus kriegen Sie auch noch ein Strafverfahren. Meine Mandantin wird Sie nämlich anzeigen, wegen Nötigung und Verleumdung. Was ich mich nur die ganze Zeit frage, ist, Sie sind doch auch eine Frau. Haben Sie ein einziges Mal an meine Mandantin gedacht, von der Sie wissen, dass sie gerade schwanger ist? Sie hätte wegen dem ganzen Stress ja jederzeit eine Fehlgeburt erleiden können. Ein Kind wird es eh bald nicht mehr geben. Ich komme nämlich gerade aus der Klinik, wo Sophie das Kind, Moment, ich schau mal nach, ja, das könnte klappen, gleich wegmachen lässt. Das ist nicht Ihr Ernst, oder? Doch. Haben Sie überhaupt kein Gewissen? Raphael, warte, du... Ich weiß jetzt, wer die Täterin ist. Das ist Frau Rabe, eure Kunstlehrerin. Du, aber die hat mir gerade erzählt, dass deine Freundin im Krankenhaus ist und gerade die Schwangerschaft abbrechen will. Was? Weißt du da irgendwas von? Nein, ich wusste davon überhaupt gar nichts. Dann müssen wir es irgendwie aufhalten. Haben Sie ein Auto? Ja, habe ich. Ja, dann müssen wir da hinfahren. Katharina Hellbach muss ihre Mandantin Sophie Bade vor einem großen Fehler bewahren. Denn die junge Lehrerin will das Kind ihrer großen Liebe, dem Schüler Raphael Klein, abtreiben lassen. Die Juristin hofft, dass sie noch nicht zu spät sind. Ach, hallo. Entschuldigen Sie, wir suchen eine Frau Sophie Bade. Können Sie uns da helfen, wo wir die finden? Ja, wer sind Sie? Hellbach ist mein Name, ich bin Rechtsanwältin. Und das ist Herr Klein, der Freund von Frau Bade. Es ist wirklich wichtig. Können Sie uns sagen, wo wir sie finden? Ja, aber Sie sind keine direkten Angehörigen. Ich kann Ihnen keine Auskunft geben. Es klingt total abgedroschen, aber bitte, es geht hier wirklich um Leben und Tod. Frau Bade ist bereits im OP-Trakt. Wo finden wir den denn? Sie gehen einfach hier den Gang runter und da sehen Sie schon die Schilder. Okay. Wissen Sie, ob der Eingriff schon vorgenommen wurde? Das kann ich Ihnen nicht sagen, das weiß ich nicht. Tut mir leid. Gut, danke. Katharina Hellbach ahnt, dass Sophie in ihrer Verzweiflung keinen anderen Ausweg mehr wusste. Jetzt zählt jede Sekunde. Sophie. Raphael. Was machst du denn? Hast du unser Baby noch? Ja, der Eingriff wurde noch nicht vorgenommen. Ja, dann mach das auch auf keinen Fall, bitte. Ich hab gesagt, ich kümmere mich um dich und das Baby, weil ich dich liebe. Deine Mutter hat mich bekniet, das zu machen. Und da dachte ich, das wäre das Beste für uns. Da sind wir ja wohl gerade noch mal richtig gekommen, oder? Ich glaube, wir brauchen sie nicht mehr. Was macht ihr hier? Wir wissen mittlerweile, wer hinter dem ganzen Ärger steckt. Und wer denn? Ihre beste Freundin, Tanja. Ach so ein Quatsch, die kenne ich seit Jahren. Das können Sie mir jetzt echt nicht erzählen. Ich kann gut verstehen, dass Sie da menschlich jetzt sehr enttäuscht sind, aber es war tatsächlich Frau Rabe. Die wollte die Beförderung haben, die Sie letztlich bekommen haben und war deshalb so verärgert,
dass er das Ganze jetzt inszeniert hat. Ja, aber jetzt mach dir nicht über sowas Gedanken. Wir haben unsere eigenen Probleme und ich glaube, wenn das jetzt aus der Welt ist, dann haben wir jetzt endlich Ruhe. Stimmt auch wieder. Und was heißt das für mich jetzt? Ich denke, die Chancen stehen ganz gut, dass Sie Ihren Job wiederbekommen und weiter an der Schule unterrichten dürfen. Aber was ich Ihnen wirklich vorschlagen würde, wäre vielleicht jetzt nochmal das Gespräch zu suchen mit Raphaels Eltern. Ich meine, die haben es ja geschafft, einen tollen Sohn großzuziehen. So beratungsresistent können sie ja nicht sein. Stimmt. Und jetzt werden sie ja Großeltern. Stimmt. Dankeschön, Frau Herbach. Gerne. Sehr. Danke. Tschüss. Tschüss. Alles Gute, ja. Wir hören voneinander. Ja. Tschüss. Tschüss. Ich bin wirklich froh, dass sich Frau Bade gegen den Schwangerschaftsabbruch entschieden hat. Ich hoffe sehr, dass sie beruflich wieder Fuß fasst und vor allen Dingen privat ihr Glück findet. Well, there's a will, there's a way, kind of beautiful. And every night has a state, so... Ein Jahr später sind Sophie und Raphael immer noch ein Paar. Seit der kleine Marvin da ist, sind sie glücklicher als je zuvor. Raphael hat sein Abitur bestanden und Sophie genießt ihre Elternzeit in vollen Zügen. Doch die junge Mutter ist nervös, denn heute besuchen Raphaels Eltern Jana und Thomas sie zum ersten Mal. Schön, dass ihr da seid. Es tut mir leid, wie die ganze Sache gelaufen ist. Aber wir hatten Angst um unseren Sohn. Können Sie das verstehen? Ich bin schon mal die Sophie. Ich glaube, Sie können mich duzen. Kommen Sie, setzen Sie sich. Raphael hat Kuchen vom Lieblingsbäcker besorgt, also... Machen Sie. Ah, gemütlich. Geht das so? Das ist aber lieb von dir, Junge. Soll ich Ihnen das abnehmen? Kein Problem. Was macht dein Studium? Ja, das Studium ist erstmal auf Eis gelegt. Also, ich wollte mich ein bisschen an der Miete beteiligen und jobbe deswegen jetzt nebenbei im Fitnessstudio. Aber zu spät einfach mehr. Ich hole jetzt ein bisschen Kaffee und dann. Aber pass mit dem Geschirr auf. Mama, bitte. Macht er bei dir auch immer so viel kaputt? Eigentlich nicht. Ah, eigentlich nicht. Dürfen Sie. Ach. Darfst du denn eigentlich überhaupt wieder als Lehrerin arbeiten? Ja, Gott sei Dank schon. Nö. Die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren eingestellt. Und jetzt hat der Direktor, also Herr Maurer, auch kein Problem mehr damit. Jetzt darf ich auch wieder in der Schule arbeiten. Das muss ich auch, denn wir drei wollen in eine größere Wohnung ziehen. Mhm. Hast du aber wirklich Glück, dass du so eine gute Anwältin hast. Ja, das stimmt. Frau Helbach ist die Beste. Was machst du denn da? Hab ich's nicht gesagt? Er bleibt doch mein Sohn, egal wie alt er ist. Und irgendwas ist immer. Ja, komm, ihr wisst doch, Scherben bringen Glück. Hast recht. Brauchst du Hilfe? Die letzten Monate mit Raphael und Marvin waren für mich die schönsten meines Lebens. Und dass jetzt Thomas und Jana unsere Beziehung akzeptieren, macht mich einfach nur glücklich. Tanja Rabe hat aus Neid gegen Sophie intrigiert. Sie wurde in einem Strafverfahren unter anderem wegen Bedrohung, Verleumdung und Sachbeschädigung zu einer Geldstrafe in Höhe von 5.000 Euro verurteilt und ist nicht mehr länger als Lehrerin tätig. Sophie hat keinen Kontakt mehr zu ihr. Sie genießt ihr Leben als Mutter und freut sich, bald wieder unterrichten zu dürfen.